Kennst du das? Ach, nur eins. Ach, nur eins, ja, genau. Weißt du was? Es gibt einen Teil in unserem Gehirn, dem ist es nie genug. Und das geht rucki-zucki und ist die ganze Packung leer. Ach, einmal ist kein Mal. Ach, heut zählt nicht. Weißt du, was typisch für eine Sucht ist? Selbstbetrug. Von dem her, lass uns bitte ehrlich werden zu uns selbst. Ehrlichkeit zu sich selbst ist eines der ersten wichtigsten Schritte raus aus der Sucht. Sei zu dir ehrlich und sag zu dir, das bin ich nicht. Das bin ich nicht, das möchte ich nicht weiter sein. Ich möchte was in meinem Leben verändern. Ich möchte mein Leben wieder in die eigene Hand nehmen. Ich möchte eine schöne Figur haben. Ich möchte Gesundheit haben und ich möchte ein positives Vorbild sein. Mach deine Unabhängigkeitserklärung von den Dickmachern, von den Zigaretten, von dem Alkohol oder von was immer du abhängig bist, was auch immer dir schadet in deinem Leben. Und dann komm rein in die Eigenverantwortung und lass uns das Ding zusammen durchziehen. Du findest hier auf meinem YouTube-Kanal noch ganz, ganz viele weitere motivierende Dinge. Motivation ist eine wichtige Sache, um aus der Sucht rauszukommen. Aber ganz ehrlich, es gehört mehr dazu. Ich kenne so viele, die gesagt haben, jetzt ziehe ich es durch, nur um ein paar Monate später wieder dazulegen, wieder in der Sucht zu sein und zu sagen, ach scheiße, ich rauche wieder. Oder man sieht ihn, er säuft wieder. Oder wieder alles draufgefressen, komplett wegen der Fresssucht. All das muss nicht sein. Wenn du das Gefühl hast, ey, ich bin schon ein paar Mal gescheitert, ich habe schon ein paar Mal probiert mit voller Motivation und es reicht allein nicht, da ist irgendein Teil in meinem Gehirn, der ist noch nicht wirklich von der Sucht erlöst, komm gerne auf uns zu, wir kriegen das zusammen hin. Glaub mir, ich habe Tausende von Menschen aus Süchten rausgebracht und ich bin mir sicher, das werden wir auch schaffen. Es gibt keine hoffnungslosen Fälle, es gibt nur Fälle, die es nicht versuchen oder die es nicht richtig angehen. Und wenn wir das zusammen richtig angehen, dann werden wir das Ganze schaffen. Und ganz ehrlich, auch wenn es nicht immer leicht ist, aus einer Sucht rauszukommen, es lohnt sich. Es gibt so viele, die heute stolz auf sich sind. Ich habe, wie gesagt, Tausende dabei unterstützt, aus Süchten rauszukommen. So viele Menschen, die glücklich sind, die sich richtig wohlfühlen, die eine tolle Figur haben, denen ihr Gehirn viel besser funktioniert, nachdem sie den Alkohol weglassen konnten. Und zwar einfach weglassen konnten, ohne 10-mal rückfällig zu werden, ohne die ganze Zeit Craving, also Suchtverlangen wie ein Irre zu haben. All das geht. Man kann es wirklich leicht haben. Man kann mit dem Naschen aufhören, mit einer klaren, eindeutigen Motivation, dass das leicht ist. Wenn du Bock hast, komm da gerne auf mich zu. Aber mach das bitte wirklich nur, wenn du wirklich frei sein möchtest, wenn du wirklich Lust hast auf eine schöne, schlanke Figur, wenn du richtig durchstarten möchtest und es viel, viel leichter haben möchtest, dann darfst du gerne auf mich zukommen. Informier dich hier ein bisschen weiter und lass mich dir helfen, weiterzukommen in deinem Leben. Von Herzen alles Gute. Freu dich auf ein schönes, freies Leben. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Herzliche Grüße, dein Jochen Kaufmann.